Ich werde euch heute über eine Strategie erzählen, die nicht mal der Teufel drauf kommt. Und die habe ich jahrelang immer wieder getradet. Und ja, was soll ich sagen? Super Strategie. Und ja, du brauchst gar nicht dran denken, du wirst sowieso nicht drauf kommen. Aber das zeige ich dir in diesem Video. Wer sich ein bisschen auf Internet, ein bisschen auskennt, auf den Social Media Netzwerke, YouTube, Facebook, Instagram, wie auch immer, da sieht man immer die Leute, die traden können oder die sagen, die können traden und die haben immer Followers und ja, es gibt aber tatsächlich ein paar Riesengruppen und Riesengruppen, ich meine damit Zehntausende Follower. Und die wollen alle natürlich traden, ne? Wie alle andere. Die wollen traden, die wollen Geld machen. Und das Problem, wir wissen ganz genau, 95% der Menschen damit Geld verlieren. Und zumindest am Anfang. Und das ist halt schon mal unser Ansatz. Wie macht man, also man darf für diese Strategie gar nicht so normal denken. Man muss eigentlich genau das Gegenteil denken. Also, wie denken die meisten? Die meisten denken, okay, der ist super, der scheint wirklich gut Geld zu machen mit seinem Trading. Ich werde ihn followen, ich werde wahrscheinlich auch in seinem Chat rumgehen und so weiter und so fort und probieren, das zu machen, was er macht. Und hoffentlich mache ich ein bisschen Geld. Und so machen die meisten. Aber wenn man genau das Gegenteil denkt, dann denkt man sich sowas. Das hatte ich damals. Think outside the box, wie die Amis sagen. Also, es gibt so viele Leute, die verlieren. 95%, ne? Wenn man ja die Studien glaubt, die man. Ja, naja. Wenn man das glaubt, 95% der Leute verlieren Geld. Warum gehe ich und suche nach den 5%, die Geld machen und probiere das genau das Gleiche machen? Es gibt doch Leichteres. Ich finde die 95%, die alles falsch machen und mache genau das Gegenteil. Und so muss ich nicht lange suchen. So, warum erstens? Weil es sind halt viel mehr. Ne? Man braucht nur, wie gesagt, in Facebook-Gruppen zu schauen und Chatrooms. Es gibt da ein paar Chatrooms. Ich will auch keinen Namen nennen heute. Es gibt in Chatrooms mit Tausende drin, mit Tausende. Und der Typ, der macht das. Der geht rein. Kauft, kauft, kauft und er sagt, ich habe gekauft, ich habe gekauft und alle folgen ihm und alle folgen ihm. Und wenn du ein paar tausend Leute hast, die kaufen ohne Ende und das ist eine Aktie mit einem kleinen Float, also eine geringe Menge an Aktien, die verfügbar sind, dann fliegt die Aktie. Und sobald die fliegt, verkauft er und dann sagt er, hey, ich habe verkauft, ich habe verkauft. Du brauchst nur ein bisschen zu googeln und dann findest du das. Diese Bewegung ist genau, die goldene Lösung. Ne? Diese Bewegung ist künstlich. Er kauft und dann sagt er das seinen ganzen Leute in seinem Chatroom und die sind Tausende. Die sind nicht wie ich, so ein paar Personen. Die sind Tausende und die fangen an zu kaufen. Der Float ist klein, die Aktie fliegt buchstäblich. Die geht von 3 bis 6, wie auch immer, und er fängt langsam an zu verkaufen, verkaufen, verkaufen. Was ich damals gemerkt habe, sobald er sagt, ich habe verkauft, fangen die auch alle an zu verkaufen. Und was passiert? Passiert genau das, was die Short-Seller möchten. Und zwar aufwärts schnell, abwärts sogar schneller. So. Ich zeige euch heute einen Chart, die er getradet hat und ich weiß, er hat es getradet und ich habe es auch mit angeschaut. Und ja, schauen wir uns das mal an. Also, wir haben Polar. Polar war auch so eine Sympathie-Play. So. Wo ist das? Genau, machen wir hier ein bisschen kleiner. So, Pola aufgemacht, ein bisschen abverkauft und dann hat er angefangen zu kaufen. Er hat hier bei 4 Bruch von, also
Die Öffnung ist hier, also praktisch auf Tageschart sieht die Aktie grün aus, wenn sie hier in diesem Level ist. 4,28. Dann hat er angefangen zu kaufen. Und dann kamen die ganzen anderen. Ihr seht hier auch das Volume, das heißt viel mehr Volume und verkauft und gekauft, gekauft, gekauft. Alle seine Follower in seinem Chatroom haben angefangen zu kaufen und die Aktie schoss von 4,32 bis 6,56. Und er hat immer wieder gekauft, verkauft, verkauft, verkauft. Und irgendwann mal ist Schluss. Dann gibt es diese riesenroten Kerze. Da sind die meisten von seinen Followers, die verkauft haben. Jetzt, es gibt nur eine Möglichkeit, damit die Aktie hier ein neues Hoch macht. Dass der Typ und seinen gesamten Follower wieder anfangen zu kaufen. Nur er würde das niemals im Leben machen. Das ist zu weit zu überdehnt. Und seine Schafe würden ihn auch nicht, also die würden ihn schon followen, aber da er nicht kauft, kaufen die auch nichts. Das heißt, wir haben diese Bid, diese Käufer, die haben wir nicht mehr, um die Aktie hoch in diesem Level zu halten. Was passiert? Es kackt alles ab. Das ist nicht alles. Das geht von, sagen wir, 5,69 bis 3,23. Wahnsinn. Wahnsinn. Also wie tradet man das? Wie habe ich das früher immer getradet? Ich habe das immer 50 Centweise gemacht. Ne? So, 4, hier hat er angefangen, 4,50 habe ich 100 Shares, 500 Shares, 5,50, 100 Shares, 6, 100 Shares, 6,50 noch ein 100 Shares. Und danach, nachdem diese rote Kerze gekommen ist, habe ich hier wirklich ja, die Aktie gehämmert. Also immer wieder Short, 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 Short. Ich weiß, es muss so viel gekauft werden, damit die Aktie hier überhaupt hoch bleibt. Ich schweige von aufwärts, weiter aufwärts zu gehen. Fast unmöglich. Und dann, ja, hier unten covern. Ich meine, ich habe das nicht, ich habe die Aktie nicht hier getradet, ne? Ich war mit etwas anderes beschäftigt, aber so habe ich das in anderen Aktien gemacht. Ich habe das immer 50 Cent, 50 Cent, 50 Cent, immer dazu, dazu, dazu. Und als ich eine Schwäche gesehen habe, habe ich die Aktie richtig gehämmert und habe halt gewartet, dass es abverkauft wird und habe auch teilweise hier gecovert. Das ist die Strategie. Ja. Blöd ist, man muss in seinem Chatroom sein und ich kenne so viele Leute in seinem Chatroom und die warten nur drauf, damit er kauft, damit sie genau das Gegenteil machen. Denn 95% machen, was er macht. Er hat den Vorteil, dass er zuerst in der Aktie ist und dann schreibt er seine Schafe, was er gemacht hat. Und dann kommen die und kaufen und die tun ihn angefallen, indem sie die Aktie nach oben schießen, also aufwärts schießen und er darf dann verkaufen. Ist das legal? Weiß ich nicht, was er macht. Das ist grenzwertig. Ich weiß aber, dass diese Bewegung ist künstlich und nicht nachhaltig. Ne? Und ja, es klingt grausam, aber ich werde die Chance, das Geld von anderen nicht verpassen. Also das Geld von anderen zu nehmen, überhaupt gar nicht verpassen. Und so ist es. Man braucht das Dumb Money, also die Leute, die gar keine Ahnung haben, die im Markt kommen. Und wenn die verlieren, es gibt jemand anders, der das Geld gemacht hat. Danke fürs Zuschauen. Bitte tut mir einen Gefallen und abonniert. Ich meine es ernst. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir ruhig. Dankeschön. Ciao. Was ich vergessen habe, das, was ich euch heute gezeigt habe, habe ich jetzt vor, in meinem eigenen Chat zu integrieren. Sprich, ich würde mich jetzt bei den Chats von diesen Gurus und ihrer Schafe anmelden. Und ich werde dort praktisch wie wie ein Spion da bleiben und schauen, was sie traden. Und in meinem eigenen Chat werden wir diese gegen diese Schafe traden und hoffentlich ihr Geld mit nach Hause nehmen. Das ist so. Ich werde das wahrscheinlich streamen oder sowas. Und jedes Mal, wenn die ein Trade machen und der Boss von denen, also der Guru hier vom Chat, keine Lust mehr hat und verkauft, 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 kommt meistens ja ein Abverkauf und dort wollen wir uns alle positionieren, ich und die Jungs in meinem eigenen Chat und wir werden dort shorten, diese künstliche Bewegungen, wir wissen, die sind künstlich und das ist wirklich easy money, also ganz leicht.
Dazu werden wir auch Trade Ideas mit integrieren. Das ist ein super Scanner mit den tollsten Alerts und so weiter. Ich habe genau die gleichen Scanner wie diese Gurus und ihre Schafe. Also ich bin da bestens vorbereitet und hoffentlich ist es jetzt Herbst und Winter. Das ist die Hochsaison für diese kleinen Aktien und wir werden hoffentlich viel mehr beschäftigt sein und viel mehr Geld machen und das wird auf jeden Fall super Spaß machen. Okay, wer dazukommen möchte, kann mich gerne anschreiben. Kostet auch nur 75 Euro im Monat. Probier es mal einen Monat, wenn es dir nicht gefällt. Hey, musst du nicht weiterbleiben, wenn du aber die Action findest. Und ich meine, 75 Euro im Monat, das ist was. Jeden Tag sind 3,75 Euro. Wenn das dir nicht wert ist, dann weiß ich auch nicht. So, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald. Ciao.